Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tom Weiler mit eurem Patrick 22. In der letzten Woche haben wir unsere Sturmwache kennengelernt. Ach du Scheiße, was ist das hier denn für Wind? Bissig starker Wind hier, ey. Dieser starke Wind hier, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist so stark. Oh shit. Ach nö. Heilige Bimbo. Nimm die Schnauze nicht so voll, Leber. Aua. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh shit. Aua. Ah, schöne Sturmwache, ruhig bleiben. Erstmal ein bisschen looten hier. Ah, da war noch was. Ich muss da eben noch Sachen holen. Und alle sehr wichtig. Shotgun Money, da wieder Pfeile, gut. Dann auf, zur nächste Ebene. Ich
Oh no! Aua! Nein! Nein! Das gibt es doch nicht. Ernsthaft, dann musst du wieder von hier anfangen. Kacke. Oh, wir können da rennen. Das sind Schweine hier. Richtige. So richtig harte. Bambuns hier, ey. So, dann auf zur nächsten Ebene, so wie vorhin. Ah, komm, noch runter.
Granate. Ja. Stimmte. Also, mein Gott. Halleluja. Erstmal looten hier, was das soll, geht. Da ist die Knapp, Leute, ey. Shotgun-Muni, die brauchen wir nicht. Gucken, ob wir jetzt die Muni aufheben können noch. Na, hätte sein können.
shit. Glück gehabt. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Erstmal dahin. Mal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. So, dann geht's jetzt mal weiter. Würde ich mal sagen. Als ob. Gucken wir uns mal ein bisschen oben rum an. Und erst irgendwie das Gitter wegkriegen. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Schöne Vase. Denke ich mir, dass wir wieder nach oben müssen dahin. Die hier einen ordentlichen Schwung verpassen. Oh, passt sogar. Und rum. Ich muss irgendwie darauf kommen. Oh, da war noch was. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden. Also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende. Und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Aha. Aber wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Kommst du mir nicht so hoch?
Doch, schon mal nicht. Ah! Ich verstanden. Pass mal auf, ich mache jetzt wieder eine Decke dazu, dann müsste das eigentlich da oben drauf stehen bleiben. Seht ihr? Bin klug, ne? Oder auch nicht? Ist so tief. Was man es nicht zu mir ziehen, anschließend drauf springen. Wird das funktionieren? Angeln kann man auch nicht. Das ist zu hoch. Und das andere ist dann zu niedrig. Den Sprung schaffe ich. Ja, den Sprung schaffst du und dann weiter. Geh doch dran, Oliver. Thank you.
Hättest du drin... Fest. Nein! Aber so funktioniert's. Deshalb ist ein Trick raus. Komm doch! Ah. Oder vielleicht von da hinten, wie gehabt? Ich müsste die Öffnung wahrscheinlich von der Oberseite des Käfigs erreichen können. Ja, ich weiß es. Du brauchst du mir nicht sagen, Mädel. Ganz vergessen. Was, wenn wir den ganzen mal nach oben ziehen? So wie gehabt. Dürfte einem nicht klappen. Sind wir ein bisschen zu hoch, glaube ich. Ja. Hey. Ja, wie denn? So sind wir auf jeden Fall nicht hoch genug. Wenn sie von hier aus macht, komme ich dann nicht dran bestimmt. Ja. Er ist ein Aufschlag, zack. Wenn es eine Sekunde später abspringen würde. Oder wartet mal. Ich glaube, ich habe jetzt die Lösung. Auch wenn wir schon 13 Minuten um haben, aber ich guck mir die Lösung jetzt nochmal an. Schlau, ne? Wieso nicht gleich so? Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster.
Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. So. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge Tom Weider mit eurem Patrick 22 LP. Bis dahin, ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nur das nicht gefallen habt, die Folge, dann einen Daumen nach unten. Wenn ihr neu zugekommen seid und euch dieses Let's Play noch nicht gefallen tut, dann schaut bitte nochmal in den Playlists nach und schaut euch einfach ein anderes Let's Play an. Bis dahin, tschüss.